Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Alle freuen sich auf diese Partie. Die Atmosphäre hier ist jetzt schon sensationell. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Das hat er geahnt. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Der Torwart ist heute Alex Meret. Mario Rui spielt mit Giovanni Di Lorenzo in der Abwehr. Piotr Zielinski steht gemeinsam mit Stanislav Lobotka im Zentrum. Und im Sturm ist Viktor Osimhen. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Schirmt den Ball gut ab. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Kwiecha Kwaratskhelia ist das. Das ist Stanislav Lobotka. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Mario Rui. Osimhen. Hereingabe jetzt. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Klasse gemacht vom Verteidiger. So sieht die Startelf von Donetsk aus. So langsam wird es gefährlich. Wartet den Moment. Und jetzt gibt's Ecke. Da kommt die Ecke. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Mikola Matvienko. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Das sieht vielversprechend aus. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Di Lorenzo. Das Vorchecking ist da. Stanislav Lobotka. Kwaratskhelia. Das ist Osimhen. Osimhen. Gute Aktion. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Ball ist drin, der erste Versuch wird noch gut gehalten, aber dann gibt es nichts mehr zu halten. Das ist dann zu stark. Nachschuss, Tor. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Mario Rui, Juan Jesus, der Unparteiische pfeift zur Halbzeit. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel, so kann er kein positiver Faktor sein. Durchgang 2 läuft.
Abwehr muss aufpassen. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ja, er verliert den Ball. Nikola Matvienko. Machen Sie jetzt gut. Kurze Hereingabe. Das ist noch gefährlich. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Es gibt einen Wechsel. Ja, ja, geht mit Freistoß weiter. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Da sagt jeder Keeper, danke, kein allzu gefährlicher Ball. Stanislav Lobotka. Guter Angriff jetzt. Sie kommen. Sie wirken da sehr druckvoll. Abwehr muss aufpassen. Zielinski! So, nächstes Tor. Wieder darf gejubelt werden. Die Führung damit 3 Tore. Ich glaube fast, hier passiert nichts mehr. Und spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Er versucht's. Drin, da ist das Tor. Herrlich wird. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Osimhen. Wird das jetzt gefährlich? Klasse Tackling. Da wäre Platz für den Konter. Jetzt ist er durch. Mit diesem Tor haben sie es. Daran zweifelt hier jetzt keiner mehr. Sie führen deutlich, haben ja alles im Griff. Noch. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Sechs Minuten haben wir hier noch. Hartes Einsteigen und da muss schon fast durchgegriffen werden. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Gefahr ist da, kommt raus, ganz energisch. Gefahr bereinigt. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Das macht er gut. Geht er rein. So, und das nächste Tor. Und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar. 4 Tore. Die lassen hier nichts mehr anbrennen. Boah. Eine Minute noch. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie ja eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach.
Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.